Gut. Denn Shalom Aleichem, Sie wissen, es gibt zwei Kategorien von Feiertagen in unserer Religion. Feiertage von Torah, von der schriftlichen Torah, wie zum Beispiel Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuos und Sukkot. Okay? Also Feiertage von Torah sind Feiertage, wo man darf nicht arbeiten. Das ist fast wie Shabbat. Es gibt zwei Ausnahmen. Darf man kochen und darf man tragen. Aber Feiertage von Torah sind Feiertage, die wir alle kennen schon jahrelang. Es gibt auch Feiertage von unseren Weisen, von der mündlichen Lehre, wie Chanukka und Purim. Und wir werden heute lernen über zwei Bräuche von Chanukka. Ich möchte sprechen heute über zwei Bräuche von Chanukka. Eine heißt Chanukka-Geld und die zweite heißt Latkes und Sufganiot oder Ponchikes oder Sphinx oder Donag oder wie auch immer. Und wir werden das Step by Step lernen. Fertig? Namen, vollen Namen bitte. Und Familiennamen. Dankeschön. Schnell Wiederholung. Wie viele Kategorien von Feiertagen gibt es? Zwei. Welche? Sehr gut, schriftliche und mündliche Lehre. Wer will mir sagen, alle fünf von schriftliche? Nun, go ahead. Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah und Pesach. Noch eine? Shavuot. Ich gebe euch einen Tipp zu merken, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot. Gut, mach die zwei Hochfeiertage zusammen, Rosh Hashanah und Kippur, und Pesach, Shavuot, Sukkot als Wallfahrtsfeste leicht zu merken. Okay? Welche zwei Feiertage haben wir gelernt von mündlicher Lehre? Purim und Chanukka. Aber wir reden nicht jetzt, heute, dieses Jahr, noch einmal die Geschichte von Chanukka und was ist passiert. Ich will heute ein bisschen steigen, ihr seid schon erwachsene Studenten. Ich will schon heute wachsen und lernen über zwei Bräuche, die machen wir am Chanukka und lernen, von wo sie kommen. Jetzt, das Wort Brauch heißt in der jüdischen Religion Minhag. Minhag heißt Brauch, Sitte, Benehmung, Art, Style. Gibt es verschiedene Namen für das Wort Minhag. Und wir haben gesagt, wir lernen heute über zwei Minhagim. Einmal, dass am Chanukka isst man Speisen mit Öl. Zweitens, dass die Älteren geben die Kinder, alle Kinder, nicht nur Kleine, auch Größe. Und nicht nur Größe, auch Verheiratete. Und nicht nur Verheiratete, auch Schwiegertochter und Schwiegersohn. Normalerweise Eltern haben Pflichten nur auf ihre eigene sozusagen Blutkinder, biologische Kinder. Wir werden sehen, dass bei Chanukka-Geld gibt es eine Ausnahme, dass man gibt Chanukka-Geld kleine Kinder, große Kinder, Erwachsene, Schwiegersohn, Schwiegertochter. Gut, wir beginnen. Das erste Mal, wo steht in unseren Schriften über den Brauch vom Latkes. Was ist Latkes? Latkes ist Kartoffelpulver, wo man reibt das, legt man ein bisschen Eier, ein bisschen Salz, vielleicht ein bisschen Pfeffer, gibt ein bisschen Öl, macht man so eine Frikadelle, eine Leviva. Latke kommt von einem russischen Wort. Latke ist ein russisches Wort, die kommt von Lateinisch. Und die Juden haben übernommen das Wort Latke. Das erste Mal, wo es steht über diesen Brauch, ist der Vater von Maimonides, Maimon, schreibt, dass am Chanukka, um zu erinnern, der Wunder von der Öl, macht man Essen mit Öl. Und dann fragen alle, wieso fette Sachen mit Öl? Die Antwort lautet, das war eine Wunder mit Öl, essen wir Sachen mit Öl. Was ich nicht verstehe heute, alle Leute wollen Diät machen. Und man macht in die Zeitungen Latkes in Ofen ohne Öl.
Es finch Sufganiot in offen, ohne Öl. Damit sollst du nicht schlechte Gewissen haben. Weißt du, welche Probleme haben Menschen? Die Menschen haben Probleme von Menge, nicht von Kalorien. Zwei Latkes essen, niemand wird fett werden. Eine Sufgani essen, wird man nicht fett werden. Wenn einer isst der ganze Teller von Latkes, das ist schon ein Wunder von Chanukka. Aber ein bisschen kann man essen, kein Problem. Und wenn schon essen, dann richtig essen. Was heißt richtig essen? So wie es ist. So wie es ist, echt. Keine falsche Maises. Keine halbe Wege. Und das wollen wir heute ein bisschen lernen. Die Jiden in die Welt, auch wenn es war Armut, es waren zwei Sachen zu Hause, fast immer. Oder Mehl oder Kartoffeln. Stimmt? Jeder Mensch, normaler Mensch, hat zu Hause Kartoffeln und Mehl. Und was hat man noch zu Hause? Öl. Also in den alten Zeiten, auch heute, zu Hause hat man fast immer, selten fehlt Öl, Kartoffel oder Mehl. Dann hat man solche Speisen gemacht, unsere Weisen, das steht auch von Rabbi Mochi aus Provence. Beim Chanukka darf man eine halbe Stunde, wo die Kerzen sind, gezündet. Die Frauen dürfen nicht arbeiten, sie dürfen nicht bügeln, sie dürfen nicht nähen, sie dürfen nicht waschen. Was dürfen sie machen, während die Chanukka-Kerzen brennen? Ja? Du hast gesagt, sie dürfen machen Essen, die gehört zu Chanukka. Zu gesund. Deshalb Latkes oder Sfinch, Ponchikes, das ist genau diese halbe Stunde, was man kann machen. Was macht man? Nimmt man den Kartoffeln, schält man und dann reibt man und es dauert 3 Minuten, die Latke ist schon fertig. Und meine erste Frage an euch, wer weiß, welche Bracha, welcher Segensspruch sagt man, wenn man isst Kartoffelpulver Latkes? Antwort nicht so schnell, überleg und sag mir, welche Bracha sagt man auf Latkes? Adama. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei pri Adama. Und warum sagt man borei pri Adama? Weil es aus Kartoffeln ist. Und Kartoffeln sind aus der Erde. Okay. Jetzt meine Frage ist, was passiert, wenn einer isst Latkes nicht von Kartoffeln, sondern ein Latkes von Batata? Batata ist so Süßkartoffel oder Mais oder Erbsen oder Gemüseschnitzel. Es, mach nicht we. Es gibt Menschen, die essen das jeden Tag. Was we? Macht er we. Es gibt Menschen, die machen we auf Fleisch Frikadelle. Ja, gibt. Meine Frage ist, ja bitte. Du sagst Schakol. Also wir sehen schon etwas sehr interessant. Auf Kartoffel sagen wir Bore Pri Adama. Und auf andere Gemüseschnitzel sagen wir Schakol. Und meine Frage ist, warum? Wieso? Habt ihr verstanden die Frage? Ja. Ich wiederhole die Frage. Ja, du willst sagen? Ich habe sie verstanden, weil zum Beispiel bei der Kartoffel, weiß man genau, bei der Kartoffel kommt aus der Erde. Aber wir können ja nicht zum Beispiel jetzt bei diesem Gemüseschnitzel da oder wie es heißt, machen mit einer Karotte, mit jedem einzelnen Gemüse hat eine eigene Bracha, sondern Schäkoll sagt einfach für alles. Du sagst eine sehr logische Antwort, denkst gut, richtig. Ja. Du sagst, bei Kartoffeln weiß man, es ist Kartoffeln und es heißt sogar Kartoffelpulver, aber wenn einer macht jetzt Gemüseschnitzel von Karotten, Afilo, das ist Orange, trotzdem weiß man nicht, was ist drinnen. Nein, ich meine, man soll nicht für jede einzelne Sache, die drin ist, eine eigene Bracha machen. Bei Schäfer. Nein, aber was passiert, wenn einer macht eine Gemüsefrikadelle nur von Mais? Oder nur von Karotten? Schäfer. Aber warum bei Kartoffeln Adama? Ihr sagt richtig, das ist genau meine Frage. Weil das andere sind ja so Variationen, das ist was Neues.
Du bist fast Millimeter von der Antwort. Okay, dann lernt ihr jetzt einen religiösen Begriff. Der Begriff heißt Shina Tzurato. Hat er seine Form geändert? Jeder Sache, der hat seine Form geändert, ist auch geändert seine religiösen Sichtweise und er bekommt eine andere Bracha. Ich gebe ein Beispiel. Wenn einer isst Orange, er schält die Orange, isst. Welche Bracha macht er auf die Orange? Nun? Sag. Bore Priaetz. Aber was passiert, wenn er nimmt die Orange und er presst die Orange und er macht Saft? Welche Bracha macht er auf den Saft? Hört ihr? Welche Bracha macht man auf dem Saft? Wenn man macht von der Orange Saft, Saft ist Upgrade oder Downgrade? Upgrade. Nein. Downgrade. Genau. Also die Orange war Bore Priaetz und die Saft ist Chakol Yabit Varo. Wann macht man Saft von den Orangen? Wenn die sind so schon langweilig. Wenn die Orange ist schon müde, sieht die Mama so viel Orangen in die Körbchen, sagt sie, oh, Saft. Man nimmt den Ding, den Presser, und man presst und man macht schöne Orangensaft. Das heißt, in unserer Religion, jede Sache, was hat geändert seine Form, ändert seine Bracha. Es gibt aber vier Sachen, hör mal gut zu, vier Sachen, wenn sie haben sich geändert, haben sie einen anderen Grund. Die erste ist Trauben. Welche Bracha macht man auf Trauben? Bore Priaetz. Und was passiert, wenn man nimmt die Trauben und man presst sie? Upgrade. Und welche Bracha? Wein. Also, ja, Bore Priaetz. Ah, ja. Wein. Bore Pri, Bore Pri Agafen. Sehr, sehr gut. Kol HaKavod, ich bin stolz auf euch. Sehr gut. Aber es gibt noch drei Sachen, wenn sie ändern ihre Form, bleiben sie in ihrer ursprünglichen Sache. Apfelmus, Avocadomus und Kartoffelmus. Es gibt drei Sachen, wo sie wurden gequetscht oder gepresst oder geändert, bleiben sie in ihrer ersten Form. Wenn einer nimmt Apfel und er macht von dem Apfel Apfelmus, bleibt das trotzdem Bore Priaetz. Wenn einer nimmt Avocado und er macht von der Avocado so eine parierte, passierten Mus, bleibt er weiter Bore Priaetz. Avocado ist Aetz. Und wenn einer nimmt Kartoffel, und er nimmt Kartoffel und er macht damit Kartoffelpüree. Welche Bracha? Adama. Was passiert, wenn er hat genommen die Kartoffel und er hat gemacht mit den Kartoffelchips, Pommes frites? Welche Bracha macht man auf Pommes frites? Also, ich weiß nicht, aber das ist verarbeitet, also runter. Nein, es bleibt bei Kartoffel, aber wie gesagt, gibt es Ausnahme. Bei Kartoffel bleibt das weiter Bore Pri Adama. Jetzt aber kommt, Moment, ich gebe dir recht, die Hälfte. Es gibt bei Kartoffelchips zwei Arten von Chips. Sehr gut. Wenn man sieht noch die Kartoffel Pommes frites echt, dann bleibt das Bore Pri Adama. Aber es gibt so, weißt du, was ist Pringles? Ja. Welche Bracha macht man auf Pringles? Warum? Weil ich auch aus Kartoffeln. Mensch, aber wer sieht Kartoffeln drin? Ach so. Ja, aber du musst es sehen. Ja, bei Pommes macht man das dann aber, wenn man sieht. Naja. Okay. Ich wiederhole noch einmal, ihr lernt die mündliche Lehre. Dann sollt ihr verstehen, wie geht die mündliche Lehre. Noch einmal. Es geht um Kartoffelpulver, um Latkes. Wer hat verstanden das, was wir haben gelernt bis jetzt? Sie haben verstanden? Okay. Was haben Sie verstanden? Ja, welche vier Sachen, wenn Sie haben sich geändert,
haben sie andere Brüche. Dieselbe Brüche. Achso, dieselbe Mus. Welche Mus? Kartoffelmus. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei, Apfelmus. Apfelmus. Und Avocado. Ja. Und welche Sache, nachdem es ist gepresst, wird das größer, wichtiger? Trauben. Welche Brache macht man auf Trauben, die gepresst? Borepria Geffen. Sehr gut, Respekt. Gut. Jetzt machen wir schnell Wiederholung über alles, was wir haben gesprochen bis jetzt, und wir gehen weiter. Wer kann mir bitte sagen, warum isst man am Chanukka Latkes? Weil es mit Öl gemacht wird. Und was noch? Hast du schon gut gesagt, das erinnert uns an die Ölwunde. Was noch? Weil es die Dinge sind, die jeder zu Hause hat. Sehr gut, weil jeder hat diese Kartoffel zu Hause. Ah, noch eine Sache. Die Juden müssen achten, es ist nicht erlaubt, bei uns zu legen, Essen unter dem Bett. Wie? Essen? In den alten Zeiten, die Menschen haben gehabt ein kleines Stube, kleines Haus. Und Menschen haben gehabt zu Hause Säcke, Kartoffeln, Reis, Konserven, alles. Und es gibt noch viele ältere Menschen, sie haben unter dem Bett verschiedene gelagerte Essen. Ich will sagen, kipp und klar. Es ist nicht erlaubt, bei jedem zu legen Essen unter dem Bett. Aber Wasser ist erlaubt, weil man macht ja auch legt man das Ding ja auch manchmal unter das Bett. Ja, aber man trinkt das nicht. Ach, nein. Man wascht die Hände. Ja. Man legt nicht Essen und Trinken unter dem Bett, um Platz zu sparen. Ah. Also wir haben schon zwei Sachen gesagt. Sie hat gesagt, weil Kartoffel erinnert uns mit Öl an die Wunder von dem Öl. Und er hat gesagt, weil jeder hat zu Hause, meisten haben zu Hause Kartoffel. Dritter Grund, habe ich auch erwähnt, mit der Frau. So, also wenn man bei Chanukka die Kerzen zündet, darf man nicht arbeiten und eigentlich nichts machen, außer also jemand oder die Frau da. Genau, die einzige Sache, was man machen kann, ist die Bräuche weiterzumachen. Wer weiß, seit wie vielen Jahren steht das schon schriftlich, diesen Minhag, diesen Brauch von Latkes zu essen? Vor 1000 Jahren. Rabbi Maimon ben Yosef, der Papa von Maimonides, und Rabbi Kleinimus ben Mochir aus Provence. Weißt du, wo ist Provence? In Frankreich. Der hat geschrieben, dass man isst am Chanukka Speisen mit Öl, um zu erinnern an den Wunder von dem Öl. Welche Wunder war mit dem Öl? Das habe ich letztes Mal gegründet. Es hat gebrannt. Es hat gebrannt, wie lang? Sehr lang. Sehr lang, stimmt. 8 Tage. Anstatt? Es war ein Brand. Anstatt einen. Es war ein Krug. Und dieser Krug hat gereicht nur für einen Tag. Und sie haben gebraucht noch 7 Tage, um reines Öl zu machen. Warum? Weil ein Kohen, der hat unreine Sachen angefasst, braucht er 7 Tage Pause. Und es war noch ein Krieg mit den Yevanim. Und er musste rein werden. Bis er rein wird, dauert noch 7 Tage. Bis hat man gebracht neues Öl, war ein Wunder, dass 8 Tage hat das gebrannt. Jetzt eine Frage. Und überleg gut und nicht antworten schnell. Was ist der Unterschied zwischen Menorah und Chanukia? Wakasha. Ja. Ich. Ja. Menorah hat man früher im Tempel gezündet und die hat nur 6 Ständer plus Shamash, also 7. Und die Chanukia hat 8 plus Shamash, also 9. Praktisch heute. Und die Chanukia benutzt man heute am Chanukka, aber die Menorah nicht. Zuerst hast du eine volle Antwort gegeben. Chanukia ist heute 8 plus 9 und Menorah ist damals 7 im Bet HaMikdash. Ja. Meine Frage heute, wenn du hast einen nicht-jüdischen Kollegen und du fliegst nach Israel und er sagt, bring mir bitte eine Menorah. Was will er von dir? Er will von dir ein 7-armige
oder er will von dir 8 plus 9. Ich habe 8 plus 9. Ich habe gesagt, eine Nicht-Jude. Überleg noch einmal die Frage. Ja, weil ich glaube, es ist ihm egal. Es ist ihm egal? Hast du schon gesehen Menschen, die bei denen egal? Nein, also er meint dann bestimmt die Menorah mit 7 Leuchtern, weil das das Zeichen ist, das jeder kennt. Aber eigentlich weiß er nicht ganz, dass es eine 9-Armige gibt und eine 7-Armige. Okay, ich will machen in... Ja, bitte. Sag. Vielleicht ist das eine teurer als das andere und dann nimmt man das... Sag, sprich dich aus. Was ist teurer? Was billiger ist, ist teurer. Ja, bitte. Wenn er eine Menorah will, wahrscheinlich hat er auch nachgeschaut, dann kriegt er auch eine Menorah. Was will er, welches Gerät? Wenn er sagt, ein nicht-jüdischer Kollege, kauf mir bitte in Israel Menorah. Was will er, soll ich kaufen? Eine Menorah. Was ist Menorah? Sieben. Ja. Ihr seid alle sicher? Nein. Warum nein? Er will jetzt mit den 9, weil er das mit 7 wahrscheinlich nicht kennt. Hab ich auch gesagt. Nein, das mit den 7. Ein Nicht-Jude, was kann er? Er kann die 7 oder er kann die 9? Die 7, weil das auch das Zeichen. Es ist nicht egal, was heißt egal? Von Wort ist dieses Wort in eurem Lexikon egal. Als Nicht-Jude weiß man vielleicht nicht ganz genau, was das Richtige ist. Oder? Dann sage ich euch, ich dachte, ihr weißt schon. Wir Juden leben heute hauptsächlich nach der schriftlichen Tora oder nach der mündlichen Tora? Wie leben wir heute praktisch? Nach der mündlichen. Die Nicht-Juden, woran glauben sie am meisten? An die schriftlich. Bibel. Todaraba, hast du schon erkannt? Ich dachte, ihr kennt schon das, was ich euch mit euch lerne. Noch einmal, ich will das Fest wiederholen. Die Nicht-Juden, bei denen die schriftliche Tora ist die Hauptsache. Wenn er sagt dir, kauf mir eine Menorah in Israel, was will er? Eine Menorah. Wie viel? 7. Und wenn ein Jid sagt, kauf mir bitte in Israel eine Menorah, was will er? 8 bis 9. Chanukia. Dann lass uns heute die Klarheit in die Sache machen. Menorah ist Alte Testament, Bibel, Torah. 7 Arme. Jeden haben nicht zu Hause Menorah. Ich habe nicht zu Hause Menorah. Menorah ist ein Souvenir für Touristen in Israel. Was haben die Jeden zu Hause? Was haben wir zu Hause? Chanukia. Wie viel Arme hat die Chanukia? 9. 8 plus Shamash. Verstanden? Ich erzähle euch, was ist passiert. Bei uns, wo ich arbeite, im jüdischen Altenheim, war ein nicht-jüdischer Koch. Er ist schon in Rente. Und ich bin geflogen nach Israel. Und er hat mich gebeten, soll ich ihm kaufen schöne silberne Menorah. Und er hat gesagt, bitte spare nicht, kauf mir eine teure und eine schöne. Gut, ich bin gegangen nach Bnei Brak zu einem Silbergeschäft. Und was habe ich ihm gekauft? Ein Chanukia. Auf Silber. Auf Silber. Schöne, teure. Ich habe das schön gepackt, soll nicht knicken, soll nicht felten. Mit solchen Nylon, mit Bombes. Weißt du, gibt so Nylon, wo die Kinder oben lieb so zu nerven. Wie? Ja. Weißt du, was ich meine? So Nerventherapie. Genau. Luftblasen. Gut, habe ich ihm das gebracht. Er nimmt die Karton, er öffnet. Und wenn er sieht die Chanukia, sagt er, oh mein Gott, das ist doch jüdische Menorah, das ist doch jüdische Menorah. Ich war sprachlos. Du hast mir gesagt, ich will haben Menorah aus Israel. Und ich habe mir gekauft eine Menorah. Und er sagt, das ist eine jüdische Menorah. Und dann habe ich verstanden, dass es gibt zwei Arten von Blick auf unsere Religion. Jüdische und weltliche.
bei den Juden, die, die leben nach der mündlichen Lehre. Wir haben Chanukia. Chanukia hat 8 plus 1. Manchmal, wenn man geht hier in Frankfurt am Chanukka, sieht man bei verschiedenen nicht-jüdischen Häusern, steht am Fenster, was steht? Eine Menorah. Eine Menorah. Weil an Weihnachten zündet man auch so die. Sollen sie alle gesund sein? Ich will nur die Idee erklären. Wir sehen nicht an dem Fenster hier Chanukiot. Wir sehen hier Menorah und hier wird zählen, hier wird sehen, es gibt 7. Es gibt nicht 8 plus 9. Verstanden? Deshalb, es ist auch wichtig, nach außen zu zeigen, diesen 8. Menorah. Gut. Das ist das erste Thema, das ich wollte reden, und jetzt kommt die zweite und die letzte. Am Chanukka, es ist eine Sitte, dass die Eltern sollen geben ihre Kinder Geld. Nicht Geschenke, nicht Gutschein und nicht Werte von Matanot, Gift, sondern Geld. Und stellt sich die Frage, warum soll man geben die Kinder Geld? Was ist diesen Brauch, diesen Minhag, zu geben die jüdischen Kinder am Chanukka Chanukka-Geld? Nicht nur, dass es Mitzwe zu geben die Kinder Chanukka-Geld, es ist Mitzwe zu geben mindestens dreimal, also anstatt zu geben dem Kind am Chanukka auf einmal 100 Euro, gib ihm einen Tag 30, einmal 50, einmal 20, also mach langsam, dass dem Ende vom Feiertag soll er oben sein eigenes Päckel und soll er sparen sein. Ja, was sagst du? Sie haben gefragt, warum? Ja. Und vielleicht, damit man, wenn man erwachsen ist, selber sein Öl kaufen kann, um die Chanukia anzuzünden. What? Im Tempel gab es noch nicht genug Öl. Und da ist es noch keine Flasche. Moment. Die Welt ist voll Überraschung. Diesen Argument habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Es gibt doch teures Öl. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es eine, wie heißt das, wenn es alles teuer wird? Paraffin. Eine Inflation und da kostet ein Brötchen 30 Euro. Eine Flasche Öl 400 Euro, keine Ahnung. Hast du eine Ahnung, warum du noch keine Ahnung. Ja, auch okay. Dann sage ich. Was? Was? Gut. Dann erkläre ich. Warum geht ihr in die Schule? Um zu lernen. Von wem? Warum geht ihr in die Schule? Was? Schulpflicht. Gut. Um zu lernen. Was wollt ihr lernen? Alles, was man später braucht. Was braucht man? Geld. Okay, ich erkläre euch, was macht man. Ihr geht jetzt in die Schule, um zu bekommen gute Noten und haben guten Abitur. Stimmt? Stimmt? Was wollt ihr? Guten Abitur? Ja. Warum wollt ihr guten Abitur? Damit wir studieren können. Gut zu studieren. Damit gut zu studieren. Ja. Und warum braucht man gut zu studieren? Geld zu verdienen. Also, was ist jetzt die Hauptsache? Das Lernen oder das Geld? Geld. Nein, Lernen. Weil ohne das Lernen kannst du kein Geld verdienen. Ja. Noch einmal. Ihr geht alle lernen, weil ihr wollt machen Abitur. Ja. Ihr wollt Abitur machen, um akademischen Abschluss zu machen. Ihr wollt später oben mal guten Abschluss, um zu oben mal guten Job und zu verdienen gut Geld. Okay. Also was ist die oben, was ist das Ziel und was ist der Weg zum Ziel? Der Weg ist das Lernen, das Ziel ist das Geld. Okay. Und jetzt frage ich dir, wie kann das sein, dass in diesem Leben das Ziel ist Geld und der Weg zum Ziel ist Lernen. Ist das normal oder nicht normal? Was? Nicht normal. Nicht normal. Nein, eigentlich normal. Normal? Das Ziel vom Leben. Ich stelle dir eine Frage. Was passiert, wenn du hast genug Geld und du kannst dein Kind geben alles? Er braucht nicht zu lernen.
Schickst du ihn trotzdem zu lernen oder nicht? Ja. Warum ja? Damit er Wissen hat, damit er gebildet ist. Wer braucht gebildet? Ihr habt gesagt jetzt, das Lernen ist nur ein Weg zum Ziel. Ja. Und jetzt sagt ihr, wenn das Kind hat genug Geld, trotzdem soll er lernen, soll er sein gebildet. Man soll ja nicht dumm durchleben. Soll man nicht dumm? Psst, Moment, sag noch einmal. Wir sollen nicht dumm durchleben. Soll man nicht dumm durchs Leben machen, okay? Aber das, was wir gesagt haben, ist ja nur so, weil das Schulsystem heute so ist, dass du zum Beispiel Medizin höchst schlechtesten studieren kannst mit einem Abitur von 1,1. Das heißt, es ist vorausgesetzt, dass man gut sein muss in der Schule, um Geld zu verdienen. Das heißt, das Weg zum Ziel ist Lernen. Und das Ziel ist Geld. Heutzutage ja. Ich frage jetzt, was sagst du? Also beim Beispiel, wenn ein Kind, also reiche Eltern haben und sehr viel Geld hat, schickt die Eltern ja trotzdem studieren, damit das Kind gebildet ist und lernt. Also lernt und sehen etwas. Und das Kind soll ja das Geld nicht verlieren, sondern auch behalten und werden können. So. Vielleicht nicht von jedem Menschen unbedingt das Ziel Geld, sondern vielleicht einfach Menschen zu helfen. Man muss so deinem Kind auch die Chance geben, sich selber zu finden. Und das findet er zum Beispiel, wenn er in die Schule geht und danach halt guckt, was er macht, entweder studieren, hilft den Achten. Das Lernen an sich ist ein Ziel oder nicht ein Ziel? Ein Ziel. Welches Ziel? Ein Ziel fürs Leben. Für was? Ja, gebildet zu sein. Wozu? Um Kontakte zu machen. Welche Kontakte? Freunde zu haben. Freunde zu haben, muss man gebildet zu sein oder braucht man Geld? Was hast du für einen Stern? Sowohl als gebildet zu sein. Gebildet. Ja. Also die gebildeten Leute haben viele Freunde. Ja. Ich kenne eine andere Welt. Vielleicht lebst du woanders. Wir haben echte Freunde. Die reichen Menschen haben unbedingt immer echte Freunde. Okay, Moment. Also, das Geld verdienen, damit man seinen Kindern dann auch was weitergeben kann. Man muss Geld verdienen, um die Kinder weiter was zu geben. Ja, was passiert, wenn die Kinder und Eltern haben genug? Dann genug. Über genug. Trotzdem. Trotzdem was? In die Schule gehen. Ja. Wozu? Damit du nicht... Also, das hat mein Opa mir mal gesagt, und zwar, Geld kann man dir in einer Nacht wegnehmen, aber das, was du im Kopf hast, bleibt für immer, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Du kommst schon nah zu das, was ich will. Du sagst einen sehr schönen Satz. Geld kann kommen und kann gehen. Das, was du hast in dir, in deinem Kopf, bleibt bei dir. Jetzt. Im Judentum, Geld ist nur Motivation, um zu lernen. Das Lernen ist ein Ziel. Das Geld ist Weg zum Ziel. Im Judentum ist genau umgekehrt. Mit Geld kannst du gut lernen. Nicht mit Lernen kannst du gut Geld verdienen. Ah, jüdische Patent. Hör mal zu, bis Ende. Ich sage dir die Idee. Bei jüdischen Erziehung sagt man schon die Kinder, nimm dir Geld. Bitte schön. Nadir, hab, mach was du willst. Benehm damit. Wir geben dir Motivation. Sollst verdienen, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist teuer lernen. Das Ziel ist am Leben von einem Mensch zu machen, ein feiner, ein edler, ein kluger, ein vernünftiger, ein bereicherer, ein sprudeldicker, ein ehrlicher, einer, der kann sich disziplinieren und nicht, wie war dein Satz schön, nicht so dumm ums Leben rumzulaufen. Nicht dumm durchs Leben gehen. Die schlimmste Strafe ist, wenn ein Mensch hat ein Sechel vom Papagei. Wenn ein Mensch hat Verstand, der lernt nicht. Was passiert, wenn ein Mensch lernt nicht? Ist er ungebildet und er hat nicht entwickelt sein Potenzial. Eine von den größten Sachen, was wir entwickeln können in unserem Körper, wir können entwickeln den Körper. Deshalb gibt es Menschen, die machen Sport. Wie viel Prozent kann man von dem Körper Potenzial entwickeln? Gewiss. Aber beim Sechel, bei dem Verstand, ein Mensch hat so viel Potenzial zu lernen, zu studieren, zu entwickeln, zu vertiefen, zu verbreiten. Und sein Leben sind qualitativ, wenn er kann, sein Leben mit Werte leben. Deshalb kommt Chanukka. Die Evanim haben uns nicht erlaubt, Tora zu lernen. Sagen die Älteren, die Kinder, weißt du was?
Es ist erlaubt, dass man motiviert Kinder mit Geld oder mit Geschenken. Wenn du jetzt dieses Jahr machst du bei Mathe 1, bei Physik 1, kriegst du Sommercamp. Machen eure Eltern mit euch solche Deals. Du willst ein neues Telefon, dann brauchst du dich jetzt. Jeden normale Eltern machen mit ihren Kindern solche Geldangebot, Geld. Versteht ihr, was ich meine? Bei euch macht man das auch? Das ist andersrum. Was andersrum? Es ist ja manchmal so, dass man halt Sachen macht. Also wenn man etwas nicht, also das ist halt das auch andersrum. Strafe. Also wenn du etwas nicht tust, dann bekommst du, du gehst nicht raus Wochenende oder so. Du kriegst nicht die neue Handy oder die neue Taschengeld. Ja? Wir haben mal sowas gesagt, zum Beispiel, viele, dass manche Eltern ihren Kindern, wenn sie zu Hause arbeiten, Hausarbeit mal Geld geben. Aber ich stelle es mir ganz anders vor, die Eltern meistens den Kindern, wenn sie es nicht machen, Geld wegnehmen und nicht geben. Also eine Strafe machen, statt sie zu belohnen für solche Dinge. Okay, aber ich will euch sagen, was ist die jüdische Stellung? Ich bin nicht pro Kinder zu bestrafen und von den Kindern was zu nehmen. Ich bin pro, die Kinder was zu geben. Aber gleichzeitig, hör mal gut zu, das ist interessant. Die Tora sagt was anderes total. Geld ist ein gutes Mittel, gut zu leben. Es hilft. Du kannst Gastfreundschaft sein, gut deine Familie ernähren, schön am Leben, besser leben. Aber Geld an sich ist nicht das Ziel. Von Geld kannst du auch gut lernen. Wenn du hast genug Geld, kannst du nehmen private Lehrer. Für Englisch, für Torah, für Physik. Es gibt Menschen, sie wollen ihre Körper entwickeln. Und sie nehmen Personal Training. Habt ihr schon gehört, so einen Begriff? Ja, Personal Training. Was ist Personal Training? Eine Person, die mit dir Sport macht und dir übt. Wer kann sich leisten Personal Training? Die mit viel Geld. Die haben Geld. Personal Training ist nur für Körper. Im Judentum, alle großen jüdischen Gelehrten haben genommen für ihre Kinder Personal Lehrer, nicht Personal Trainer. Das ist nicht unser Ziel, soll der Kind so laufen Marathon und soll er laufen der Schnellste. Das ist nicht jüdische Ziel. Ja, stimmt. Das ist nicht unser Ziel. Ja, aber welche Eltern geben ihre Kinder Personal Trainer für Sport? Selten. Aber Privatlehrer für Torah, Mathe und so weiter und so fort. Nimmt man und spart man nicht. Deshalb, ich will jetzt zusammenfassen alles, was wir haben gelernt. Es gibt zwei Kategorien von Feiertagen. Welche? Sag. Schriftliche und mündliche. Sag mir zwei Feiertage von mündliche. Purim und Chanukka. Sag mir zwei Bräuche, was wir haben gelernt heute von Chanukka. Kerzenzünden ist nicht ein Brauch, Kerzenzünden ist eine Pflicht, ist ein Halacha. Wir haben gelernt zwei Bräuche heute. Dass man isst Sachen mit Öl und Chanukka gibt. Gehen wir jetzt zurück. Du kannst gehen, kein Problem. Nein, er hat einen privaten Bedarf, Anlass. Nein, er hat einen privaten Anlass, aber hier gesunder Recht. Hat noch jemand Fragen oder Bemerkungen über dieses Thema? Nein, dann 5 Minuten Pause.